Hallo und herzlich willkommen zur Folge 116 von Gothic 2 Escape. Wir sind zurzeit bei der alten Klosterruine. Wir haben Ted unterwegs, haben in der letzten Folge dann noch händeringend nach Schmierfett gesucht und haben es sogar gefunden. Und jetzt lässt sich hier wahrscheinlich der Schalter betätigen und dann wird unten das Tor aufgehen. Jawohl. Hat einfach nur Schmierfett gebraucht. Jetzt ist die Frage, ist es immer noch in unserem Inventar oder ist es wenigstens verschwunden? Ich glaube, es ist weg. Immerhin das. Dreimal Jans Päckchen. Ich glaube, wir haben Jan niedergeschlagen. Deswegen. Ah nee, stopp, die Päckchen ging ja an Dober und der ist gestorben. So rum. Leider haben diese Gegenstände auch alle einen Wert von 0, aber es sind halt auch Questgegenstände eigentlich. Da ist der ganze Tabak, den ich auch gekauft habe, ohne zu wissen, warum überhaupt. Wir haben Unmengen an Erzklumpen. Wir haben auch wieder Goldklumpen, einige. Ich hatte mir von der Goldklumpen immer genug und es hat uns was anderes gefehlt. Genau, normales Mallred-Fett haben wir noch, aber das Schmierfett scheint wohl dann auch aus dem Inventar verschwunden zu sein. Genau so soll es ja auch sein. Es ist ja immerhin ein Questgegenstand. Wäre ja komisch, wenn der dann immer noch das Inventar voll müllt, ne? Und bei Gothic ist das kein Problem. Da ist das Inventar ja sowieso unendlich groß. Aber bei anderen Spielen kann das eventuell ganz schön auf den Zeiger gehen, wenn gewisse Questgegenstände nicht verschwinden. Und dann auch nicht verkauft werden dürfen. Dann wird es ganz kritisch, weil dann müllt es einfach das Inventar zu. So, jetzt ist hier offen. Vermutlich finden wir darin aber wenig bis nichts, aber dann wird trotzdem die Quest abgehandelt werden. Mal gucken. Du hast es geschafft. Warum bist du nicht reingegangen? Ich war nicht sicher, ob du mich finden würdest. Komm, komm. Ich werde später nach dir sehen. Das ist auch komisch jetzt von der Betonung, aber egal. Gehen wir mal da hoch. Wir dürfen als erstes, wir haben Vorrecht, wir haben es ja auch geöffnet. Nix, alles klar. Klettern wir mal weiter hoch und finden eventuell nochmal nix. Aber vielleicht kriegen wir auch ein bisschen geilen Scheiß. Eine Menge Spruchrollen. Und zwar eine Menge Verwandlungsspruchrollen, denn das sind ja hier die, wie heißen die Kameraden? Die Druiden sollen das ja hier sein. Ja, Jagd auf Wölfe. Kann man sich gerne durchlesen, wenn man das möchte. Da gibt es noch ein bisschen Tipps, wie man mit Wölfen umzugehen hat. Kennen wir ja alles schon. Jetzt geht er hier in den Buchständer. Hey! Und nun? Dieses Buch ist einzigartig. Hier sind Aufzeichnungen von verschiedenen Tieren. Ich werde hier bleiben und es sorgfältig studieren. Vielen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung gebe ich dir ein paar Feuerpfeile. Sie werden gegen etwas so Großes wie einen Troll sehr nützlich sein. 60 Stück. Alter Vater, nicht schlecht. Also kriegt man eine Menge Pfeile geschenkt. Und die sind insofern auch gar nicht so irrelevant. Also für uns schon, weil wir nicht auf Fernkampf gehen. Aber ihr wisst ja, oder ich gehe mal davon aus, dass ihr es wisst, gegen Trolle ist ja Fernkampf ineffektiv. Also Trolle haben irgendwie so einen hohen Schutzwert vor Pfeilen, dass wirklich Fernkampf gar keinen Schaden macht. Egal wie gut man ist, egal wie gut geskillt, egal wie viel Geschicklichkeitspunkte, egal wie viel Damage der Bogen macht, der Schaden ist immer null, weil der Wert ist, glaube ich, minus 1 oder so, der Schutzwert, und das ist quasi unendlich oder irgend sowas. Will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so sah das dann technisch aus. Also wenn ihr mit O in einen Troll hineingeht und dann quasi ins Charakterfenster des Trolls geht, dann müsste der irgendwie minus 1 haben bei Schutz. Ja, bei Schutz vor Geschossen oder so. Und dieses minus 1 bedeutet nicht, dass er sehr anfällig dagegen ist, sondern irgendwie unbesiegbar ist. Gegen diesen Damage, gegen diese Damage-Art. Zumindest war es so schon bei der einen oder anderen Mod. Ich will jetzt hier auch keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Aber die Feuerpfeile scheinen dann deren Schwäche zu sein. Macht ja auch Sinn, wenn man so mit Feuer beschossen wird. Das hinterlässt Narben und Brandwunden. Selbst für so einen riesigen Klops. So.
Gehen wir wieder in den Wald. Schlagen ein paar Wölfe tot. Ich finde es tatsächlich sogar ganz angenehm. Mit der Palisade hier. Denn nein, Blutwolf, Bluthund. Lass mir die Maul jetzt bloß leben. Drecksau. Das fällt dir ein. Der kommt wieder. Die zwei da hinten, die kommen wieder. Ich glaube, die haben sich übrigens gegen den gewehrt. Also manche sind weggerannt, andere haben den, glaube ich, angegriffen. Also die beiden Schisser. Die waren aber auch gut angeschlagen. Also man kann es vielleicht doch verstehen, warum die so einen taktischen Rückzug präferiert haben. So. Wurden wir mal schnell um 100 EP beschissen, ist aber keine große Sache. Und den anderen werde ich erstmal kaputt machen, bevor der... Oh. Das sind einfach 6 Bluthunde. Hey, was soll das jetzt? Blöd, Mann. Ihr spielt die Musik. Ja, also hinter der Palisade ist die Kacke auf jeden Fall am Dampfen. Schon ein gewagtes Unterfangen. In 6 Bluthunde reinzurennen. Ist wie bei den Razor, ne? Da kommen auch immer die Falschen. Ich glaube, da hätten wir sogar gegen alle 4 kämpfen können. Wobei ich jetzt auch nicht überheblich klingen will, aber die machen ja gar nicht so viel Schaden. Also 2 Schattenläufer wären da eine andere Hausnummer. So, das war's auch mit denen. Und schon wieder nur 13.000 EP bis zum Level Up. Das ist wieder sehr gut machbar. Wir sammeln wieder unzählig viele Krallen. Wie viel haben wir denn da schon? 677. Ich frage mich, ob wir 1000 erreichen. Würde mich interessieren. Das war ein ganz normaler Graslandscavenger. Gibt's ja gar nicht. Und da hinten sind noch Wölfe und Orkwölfe, glaube ich. Orkhunde, alles klar. Und grausame Wölfe. Die einen direkt vergiften. Oh, das war irgendein Orkhund. Aber die Schutzwerte sind nun mal souverän und deswegen kann es uns fast egal sein. Gegengift haben wir noch ein paar Mal. Ich will jetzt auch gar nicht so inflationär damit umgehen und das einfach nur rausdonnern, aber noch können wir uns den Luxus leisten. Wenn wir noch 3 Stück haben, werde ich wieder vorsichtiger, das weiß ich jetzt schon. Aber noch können wir ein bisschen spendabel damit umgehen. Und der Nebelturm. Vielleicht alles voll mit Skeletten. Müssen wir erstmal knacken, okay. 3-mal nach links. 4-mal nach links. 2-mal nach rechts. Und 1-mal nach links, 1-mal nach rechts. Und dann 2-mal nach rechts, dann wieder nach links. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, links, rechts, rechts, links. Und dann wieder rechts. Und dann auf jeden Fall nicht so. Und offen. So. Das war auch wieder ein Kraftakt hier, muss ich sagen. So, machen wir uns mal das Leben nicht unnötig schwer. Gehen wir erstmal hoch. Weil unten der Weg ist ein bisschen größer und unangenehmer. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, normaler. Ja, Mana-Extrakt, okay. Nichts Besonderes. Noch eine Fackel. Eine Truhe. 4-mal nach links fängt der Spaß schon wieder an. 5-mal nach links. Natürlich sind es auch 6-mal. Und dann 1-mal nach rechts. Und dann nochmal nach rechts. Und dann 1-mal nach links und offen. Waffenentwurf für El Bastardo. Interessant. Nett. Gut. Stark. Aber haben wir schon gefunden. El Bastardo. 10 Brocken magisches Erz. Seht ihr, da ist es jetzt mit magischem Erz.
Zweimal Rohstahl, Aquamarin, bricht die Stahlstange in zwei Hälften und forme sie zu Stacheln, die zusammen mit dem Keil am Griff verschmelzen. Überziehe das Ganze mit magischem Erz und bringe den Aquamarin im Inneren des Griffs an. So. 74 Schaden, 100er Reichweite, 70 benötigte Stärke und ein Bonus auf 8. Leider genauso wie der, den wir schon gefunden haben, macht den Waffenentwurf hier eigentlich komplett obsolet. Weil man muss ja eh schon bei Urschak gewesen sein. Dementsprechend war man schon in der Bergfestung, bevor man hierher kommt. Geht ja gar nicht anders. Dementsprechend verstehe ich das nicht so... Oh, Ouroboros 5. Verstehe ich nicht so ganz. Schön ist auf jeden Fall, dass hier ein Bett ist. Man könnte hier pennen. Warum hat ein Destin eine Reichweite von 100? Egal. Auf jeden Fall... Interessant und komisch zugleich, dass man das jetzt hier findet, den Waffenentwurf. Das macht für mich irgendwie wenig Sinn. Ouroboros. Ich erinnere mich an den Befehl des Königs, die Wachen zu verstärken. Es war für alle Diebe schwieriger zu leben. Doch ich habe einen Weg gefunden, meinen Freunden zu helfen. Der Fluch des Wächters. Goblinbärens, Wuma, Feldgilderich, Goldnugget und Salz. Immonetz. Der große Sumpf. Kalom. Alles klar. Scheinbar... Also Rezept für den Fluch des Wächters, was auch immer das bringen soll. Und das letzte Buch ist von Kalom im Sumpf. Und da müssen wir eh hin, das bietet sich ja ganz gut an. Pennen wir nochmal bis zum frühen Morgen, grauen. Damit es auch wieder hell wird und jetzt machen wir weiter Randale hier im Nebelturm, ne? Denn jetzt müsste er hier noch runtergehen. Also vielleicht. Vielleicht ist er auch dicht. Aber natürlich geht hier die Post ab. Geht hier die Post ab? Ich hoffe, hier geht die Post ab. Liegt auf jeden Fall Zeug rum. Eine Eislanze und eine Essenz der Heilung. Hier im Eck ist nichts. Es ist schon ein bisschen dunkel hier. Sollte aber bald hell werden. Ich hoffe, das bringt auch hier unten was. Ja, natürlich, alles voll mit Skeletten. Was geht? Wir erhoffen mir hier ja noch diesen fünften Bruderknochen. Den fände ich hier irgendwie sehr angebracht. So, da hinten geht's weiter runter und hier ist ja, genau, soweit erstmal nix. Ein Musikwechsel tritt ein, alles klar. Und hier im Eck ist nichts bei diesen ganzen Kisten. Okay, dann machen wir hier ein bisschen Randale, ne? Servus Jungs, was geht? Also wenn man halt in 5 Orks reinrennen kann, ohne Angst haben zu müssen, dann kann man halt auch in 4-5 Skelette reinrennen, ohne sich Gedanken zu machen. Noch ein rostiger Zwohänder, alles klar. Nett, nett, nett. Haben wir hier noch irgendwas rumfliegen? Alte Münzen, sehr gut. Die können wir dem Arbeiter geben. Vorausgesetzt, er lebt noch. Oder ist noch da, wo er sein soll. Nun gut, also. Nebelturm scheint in alter Manier bestückt zu sein mit Unmengen an Skeletten. Mit Unmengen an Skeletten. Gegebenenfalls sogar noch mehr als im Original. Da war aber auch ein Skelett. Noch ein bisschen heftiger als jetzt in unserem jetzigen Zustand. Da hätte man durchaus noch Respekt haben können vor Skeletten. Ist natürlich für uns jetzt nicht mehr ganz der Fall. So, Jungs, kommt mal her. So, aber gemäß dem Fall, dass hier wieder alles sich komplett aufsplittert. Was haben wir denn hier? Buch des Wissens. Ui, ja, das hat sich gelohnt, hierher zu kommen. 2 Lernpunkte. Das nehme ich mal gerne mit. So, gehen wir erstmal hier hin. Nehmen wir nochmal Pilze mit.
Gibt es da sonst nichts außer diesem Kohleklumpen? Den wir natürlich enthusiastisch abbauen. Seht ihr das? Das ist gerade eben von 4 auf 3 umgesprungen. Als hätte man nicht immer, aber manchmal statt 10 11 EP erhalten. Moment, vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Ja, jetzt sind wieder ganz andere Zahlen da. 59, 48, 38, 27. Also entweder hängt es mit dem schnellen Lernen zusammen oder ich werde gaga. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht von alleine EP bekommen. Das wäre ja komplett bekloppt, aber... Was? Das ist schnelles Lernen? 79? Ah. Okay, ich weiß, was schnelles Lernen ist. Ist mir nie aufgefallen. Wirklich, nie. Wir haben den Skill Zeitfolge, weiß ich nicht, 10 oder so. Dass langsam aber stetig meine Erfahrung steigt, würde aber erklären, warum ich irgendwann mal einfach so ein Level aufgestiegen bin. Meine ich mich zumindest zu erinnern, und dann war ich mir irgendwie nicht mehr ganz sicher, wieso ich überhaupt ein Level aufgestiegen bin. So macht das natürlich Sinn. Aber das kommt mir wirklich irgendwie neu vor. Das wäre mir doch früher aufgefallen, oder? Beim Kohleabbau oder so. Bin ich so unaufmerksam? Gibt's doch gar nicht. Auf jeden Fall schneller lernen, meine Damen und Herren. Der heiße Scheiß. So, ich glaube, von hier oben kommen wir, ne? Jetzt muss ich wieder ein bisschen mich zurechtfinden, ja. Da sind überall kaputte Knochenmänner. Da fügen wir noch mal ein paar hinzu. Und zwar in einem rasanten Tempo. Hier sind 3 Felsklumpen. Warum auch immer. Und da unten geht es ja schon fast weiter in den letzten Raum. Glaube ich zumindest. Hier könnte man nochmal hochlatschen und nochmal hier abbiegen, aber da ist nichts. Okay. Und von da kommen wir. Ich weiß nicht, irgendwie, als ich noch jünger war oder irgendwie halt früher, das ist ja schon einige Jahre her, seit es das Spiel gibt, da dachte ich immer irgendwie, der Nebelturm wäre unfassbar riesig. Ich glaube, das sage ich, die Anekdote erzähle ich jedes Mal, wenn ich hier bin, im Nebelturm. Aber er ist doch überschaubar. Wenn man ihn halt einmal kennt. Man kann sagen, wir hatten einfach nur kein Glück mit dem. Ja, also theoretisch könnte man noch ein paar Level steigen, indem man den Charakter einfach mal, keine Ahnung, lässt einfach mal einen Rechner bei die Nacht an. Machst morgens auf und bist gut, vielleicht so viele Level-Ups ist man gar nicht, weil wenn man irgendwie nur einen Erfahrungspunkt pro paar Sekunden bekommt. Man braucht halt 15.000 bis zum Level-Up, das dauert natürlich schon. Aber ist auf jeden Fall nett. Ich denke, das hat über die Spielzeit hinweg auf jeden Fall schon einiges beigetragen an EP. Der Skelettmagier da hinten hat wieder gar nichts gecheckt. Der pennt. Jetzt hören wir wieder so einen netten Schrei. Und du Giftzwerg da hinten wirst mich bestimmt nicht einfrieren. Du nicht. Na, dann hat man Loot dabei. Unverschämtheit. Spitzhacken? Also hier können wir auf jeden Fall Kohle abbauen ohne Ende. Kann man hier irgendwie noch was rein? Nö, da ist nix. Ja, diese Geräuschkulisse ist halt... Nebelturm angemessen, ne? Ja, das werden so alle 2 Sekunden sein, glaube ich. Wo wir einen EP-Punkt bekommen. Ja, das dauert dann doch ein bisschen, ne? Ja, andere Leute lassen den PC im Dauerbetrieb zum Mining und ich, Blödmann,
Sammel EP in Gothic, ne? Das wäre ja der blanke Hohn. Ist natürlich energieineffizient, ne? Ist vollkommen klar. Nun gut, das war's vom Nebelturm. Noch nicht ganz, aber fast. Hier sind wir noch mit Crawlern bestückt. Diese Schreie, die gehen mir echt ein bisschen auf den Keks. In der nächsten Folge machen wir hier gerade weiter. Töten alles, was sich bewegt, uns nähert und eine Gefahr oder keine Gefahr darstellt. Und erkunden weiter hier die Gegend hinter der Palisade und töten Orks. Und dann geht's auch schon in Richtung des Sumpflagers. Da finden wir dann auch das letzte Ouroboros-Buch scheinbar oder vielleicht. Und alle anderen weiteren Quests lassen sich da wohl auch abschließen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.